So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen. Wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet, denn ich war mit Pupsi im Rewe. Und an der Kasse sehe ich so einen Humpen stehen und denke, was ist das denn? Und sie so, ja, das Winterpflaume. Und ich denke, was Winterpflaume? Was laberst du mich hier voll von der Seite? Und hat sie gemeint, nee, das ist Bier. Und ich dachte, Bier mit Pflaume? Das müssen wir mal mitnehmen, das müssen wir mal ausprobieren. Und jetzt habe ich mir hier extra dieses Bier-Tasting-Glas mitgenommen, was wir ja noch vom Adventskalender kennen. Wir wollen das jetzt mal so testen, wie wir das Bier-Adventskalender-Bier immer getestet haben. Aber zuerst seht euch mal diese Flasche an, denn das ist es, das Winterpflaume-Bier von Feldschlösschen. Das seht ihr hier oben, dieser komische Kauz da mit den zwei Bier Batschen und hier, jetzt hätte ich eine Kamera mit Fokus, dann würde das jetzt hier voll scharf sein und gut aussehen. Habe ich nicht. Ich habe die GoPro und als ich die andere kaufen wollte, war die schon weg. Aber gerade für so Präsentation oder Nahrung wäre das sicherlich eine fette Sache. Dann kann man das nämlich hier so hinhalten und kann sagen, guckt mal, seht ihr die Pflaume? Nein, wir sind nicht bei Pokemaster Holly auf dem Kanal, aber seht ihr die Pflaume? Seht ihr da das Zimt, was da daneben ist, dunkle Winterpflaume, Biermischgetränk aus dunklem Bockbier mit Pflaumengeschmack von Feldschlösschen. Kennt ihr Feldschlösschen als Biermarke? Schreibt es mal in die Kommentare. Ansonsten 80% vollmundiges Bockbier, verfeinert mit dem Geschmack von Pflaume. Das Ding hat 5,6%. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das schmeckt. Wir werden das erstmal aufmachen. Das wird jetzt rumfliegen auf den Kopf oder so, wenn ich Pech habe. So, und hoppa! Jetzt werden wir das erstmal. Oha, das riecht wie ein Glühwein. Stellt euch das mal vor. Also das. Ich bin total begeistert jetzt. Ich finde das jetzt schon richtig toll. Das Etikett sieht auf jeden Fall sehr edel aus. Sieht aus wie eine Flasche Wein, eine Flasche Glühwein. Jetzt werden wir das auch mal hier einschenken. Wir werden uns das dann mal angucken, wie das aussieht. Oh mein Gott. Diese Farbe, es sieht nicht nur aus wie Glühwein. Es riecht nicht nur wie Glühwein. Es sieht auch aus einfach wie eine Flasche Rotwein, die wir jetzt hier eingefüllt haben. Da ist noch was in der Flasche drin. Und das sind ja hier immer nur 0,33 Gläschen. Das ist jetzt richtig dunkel. Es ist ja auch dunkles Bockbier. Es hat einen rötlichen Schaum. Und es riecht total süß und nach Pflaume. Riecht richtig schön wie Saft. Und überrascht mich total. Ich glaube, da muss ich hin und muss den ganzen Aufsteller mitnehmen. Wenn es auch schmeckt. Etikett. 1 bis 5 Punkte, wenn 5 das Beste ist. Ich würde hier eine 3 geben. In dem, was es sein soll, müsste eigentlich eine 5 sein. Aber ich gebe eine 3, weil es mir ein bisschen zu dunkel und zu edel. Ich brauche nichts Edles. Ich brauche was jugendlich Spritziges. 3 bei Etikett. Farbe dafür, was es sein soll, sieht das richtig herrlich aus. Da geben wir mal 5 Punkte für die Farbe und den Schaum. Alles dabei, Geruch 5 Punkte. Weil es übelst genial riecht, aber der Geschmack. Moment. So. Wir merken eine Biernote. Es ist ja ein Bockbier. Es schmeckt aber nicht bitter. Es schmeckt nicht stark. Es schmeckt trotzdem wie Bier, wie Mischbier. Es hat diese pflaumige Note, das Süßliche, aber ich finde es auch nicht zu süß. Ich finde es eigentlich richtig angenehm. Im Endeffekt schmeckt das wirklich eigentlich wie Pflaumensaft. Nur noch ein bisschen herber, aber nicht zu herb. Also ich finde das echt interessant. Ich glaube wirklich jetzt in den kalten Wintermonaten, wenn man sich da abends hinsetzt und sich so ein kaltes Ding aus dem Kühlschrank zieht. Nee, wenn ihr das in den Topf füllt und auf dem Ofen warm macht und euch reinschießt, dann ist das bestimmt ein ganz cooles Winterfeeling. Also, es überrascht mich. Mich würde es nicht überraschen, wenn man das auch warm statt nur kalt trinken könnte. Biermixgetränk, dunkles Bockbier mit Pflaumengeschmack von Feldschlösschen. Finde ich gut, werde ich austrinken, werde mir vielleicht nochmal einschenken.
hat was, kann was, würde ich auch nochmal kaufen. Vor allem brauche ich eh noch eine Flasche, weil es mich jetzt natürlich interessieren würde, wie das dem Muttertier schmeckt. Meinem Onkel brauche ich sowas nicht andrehen, der macht sich nichts aus Mixgetränken. Dem wäre das sowieso dieses gepanschte, süße Mistzeug. Aber der Mutter kann man das mal geben, obwohl die wird auch sagen, viel zu süß, viel zu süß. Aber ist auf jeden Fall was Besonderes. Kennt ihr das? Habt ihr das schon mal gesehen? Dunkle Winterpflaume vom Feldschlösschen, das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Jetzt kriege ich aber Bauchschmerzen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Oh, euer Ramses. Okay, eine Flasche reicht auch.